Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute zu Gast bei Paul Horn, dem Präzisionshersteller für Werkzeuge in der Metallverarbeitung. Wir wollen uns unter anderem angucken, was es schon für Lösungen gibt zum Thema bleifreie Werkstoffe, die uns jetzt ja alle ereilen. Und deswegen gucken wir hinter die Kulissen. Ich bin Alex von Voice of CNC. Kommt mal mit. Eine Maschine, die einfach nochmal das Mühe ein Stückchen weiter spaltet. Eine ganz tolle Arbeitserleichterung und auch Prozessverkürzung und somit Kosteneinsparung. Und hier dreht sich es um die Frage meistens Alubearbeitung und Fräsen. Produkt Supermini ist auch eine der Innovationen, die gesinderte Spanformgeometrie. Sechsschneider. Ja. Los geht's. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, Sie hier zu haben. Herr Horn, mich freut das auch. Ja, wir sind heute bei Ihnen im Haus. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir dürfen heute hinter die Kulissen von Paul Horn gucken. Und neben mir der Markus Horn, Geschäftsführer in der dritten Generation. Von meiner Seite kann es direkt losgehen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, super. Ich freue mich. Habe ein bisschen was vorbereitet. Freue mich auf den direkten Dialog mit Ihnen. Alles klar. Dann gehen wir los. Losgehen. Herr Horn, bei dem ganzen Thema bleifreie Werkstoffe kommen ja ganz neue Anforderungen. Und eine Reaktion von Ihnen ist, eine Spanleitstufe auch in Ihren kleinsten Werkzeugen bereit zu haben. Ja, hier sprechen wir über den Supermini mit gesinderter Geometrie. Und den machen wir hier an dieser Stelle zum Beispiel. Und der Supermini mit gesinderter Geometrie hat den riesengroßen Vorteil, dass eben genau diese Geometrie sehr nahe an die Wirkzone mit herangeht. Und um das zu erreichen, muss eben auch die Kontur präzisionsgeschliffen sein und das setzen wir unter anderem hier um. Das heißt, das ist ein Weg quasi, um die neuen Herausforderungen ja anzugehen und weitere sind Material als auch Beschichtung. Genau, das kommt dann im Nachhinein dazu, aber die wesentlichen Punkte sind erstmal die Geometrie an sich muss sehr nah an die Wirkzone herangeschliffen werden und damit entfaltet sie erst auch ihre gesamte Wirkung. Und das ist auch eben genau für diese kleinen Durchmesser, in denen wir dann immer arbeiten, ist genau das auch das Wichtige. Ja, prima. Also da vielleicht nochmal zur Erklärung. Dadurch, dass der Bleianteil in den Werkstoffen wegfällt, bricht der Span nicht mehr und das müssen wir auf anderem Wege herbeiführen. Und in dem Fall ist ein Weg, die Geometrie direkt in den Meißel zu schleifen. Ja, weitere spannende Werkzeuge und Vorgänge. Wir können auch einfach mal ein bisschen durchspazieren und da, wo Sie vielleicht sagen, ist was Spannendes, das schauen wir uns an. Finde ich gut. Und eventuell sehen wir da auch ein paar Bauteile noch, die wir in der Produktion haben und fokussieren uns vielleicht darauf. Alles klar. Und wenn Sie ein Lieblingsprodukt haben, halten Sie einfach gerade an und sagen, das. Dann müssen wir stehen bleiben. Ist das schon der Supermini? Eines der Lieblingsprodukte. Ich könnte an jeder beliebigen anderen Stelle stehen bleiben. Okay, alles klar. Okay, Herr Horn, wir sind hier in der Schleiferei angekommen und neben uns steht die Frau Haug. Ja, Frau Haug, grüß Sie. Frau Haug, wie lange sind Sie schon im Unternehmen Horn beschäftigt? Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren? Ja. Haben Sie auch Ihre Lehre hier gemacht? Genau, ja. Also von Anfang an quasi? Genau. Okay, können Sie uns ein bisschen was zu dem Arbeitsplatz sagen? Was macht den vielleicht so besonders? Also wir sind jetzt hier in dem Bereich Schleiferei und wir arbeiten an eigens entwickelten für die Firma Schleifmaschinen. Also das heißt, diese Gesamtanlage, die wir hier stehen, wird von Ihnen gesamtheitlich entwickelt? Genau. Wahnsinn. Und vielleicht das Besondere, welches Produkt zum Beispiel läuft gerade auf der Maschine? Supermini. Der Supermini? Genau. Wissen Sie, warum die Anlagen selbst entwickelt werden und nicht einfach nur zugekauft werden? Oder vielleicht, Herr Horn, können Sie dir was dazu sagen? Vielleicht sage ich ein kleines Wort dazu. Gerne, gerne. Wir haben die große Herausforderung bei uns im Unternehmen, dass die Kundenanforderungen sehr variantenreich sind und gleichzeitig höchst präzise sein müssen. Und das, was man heute auf dem Markt bekommt an Maschinen, ist leider nicht ausreichend für die Präzision, wie wir sie für uns benötigen, beziehungsweise wie wir sie für uns, für unsere Kunden benötigen. Und deswegen haben wir gesagt, auch hier benötigen wir mehr eigenes Know-how, um mehr Präzision an der Schneide zu schaffen. Ist schon beeindruckend, dass Sie sagen, ich mache nicht nur Präzisionswerkzeuge, sondern auch noch die Werkzeugmaschinen dafür.
die dann eben dementsprechend die Werkzeuge herstellen können. Und das, was eben dabei nicht am Ende liegen bleiben muss, ist, wir haben lauter fähige Mitarbeiter, die wir auch eigens ausbilden und so auch immer dafür Sorge tragen, dass eben an diesen sehr individuellen Maschinen, für uns hergestellten Maschinen, dass eben genau da auch unsere Mitarbeiter exzellent trainiert sind daran. Und auch an dieser Maschine sieht man sehr schön, Produkt Supermini. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, Produkt Supermini ist auch eine der Innovationen, die gesinderte Spanformgeometrie. Und auch die wird eher in diesem Bereich nochmal nachbearbeitet. Dankeschön. Gerne. Schönen Tag noch. Ihnen auch, schönen Feierabend. So, hier müssen wir auch noch mal kurz anhalten. Auch hier ist wieder was Besonderes bei uns. Das ist eine Messmaschine. Wenn Sie Präzision fertigen wollen und hier wirklich Hochpräzision auf das Müh genau fertigen wollen, brauchen Sie die entsprechende moderne Messtechnologie. Und hier haben wir uns zusammen mit dem Maschinenhersteller getan und eine Messmaschine einfach nach unseren Bedürfnissen weiterentwickelt. Und damit haben wir hier mit der Walter Helicek Plus H, auch für uns individuell angepasst, eine Maschine, die einfach nochmal das Müh ein Stückchen weiterspaltet. Das heißt auch, ich fasse das nochmal auf, wir haben ja vorhin in der Schleiferei gesehen, da ist schon eine Anpassung ihrerseits an den Maschinen erfolgt, um die Genauigkeit herzustellen. Und auch beim Kontrollieren ihrer Produkte machen sie das nochmal. Also auch dort wird die Maschine wieder ein Stückchen mehr angepasst. Genau, wir legen sehr viel Wert auf den gesamten Prozess, ihn in allen einzelnen Etappen zu kontrollieren und das deutlich präziser zu machen, als es andere in ihrem Standardumfeld tun. Und ich denke, dass es eine der Stärke ist, eben genau unsere Präzision hier an den Werkzeugen zu liefern. Ja, glaube ich, absolut. Okay, dann gucken wir uns noch ein bisschen weiter um, was wir sonst noch Schönes finden. Ja. Jetzt sehe ich hier was ganz Spannendes, Herr Horn. Ich sehe polierte Teile, aber wir sind ja in der Zerspannung. Sind die Teile poliert? Nein, die Teile sind nicht poliert. Hier dreht sich es um das Thema MKD-Bearbeitung, das heißt Drehen und Fräsen mit monokristallinen Diamanten, das heißt Diamantwerkzeugen. Und hier kann man Oberflächen herstellen, die aussehen, als wären sie poliert. Das hat natürlich eine gewisse Materialgrenze, aber Sie sehen schon an den spiegelnden Oberflächen, die sind wirklich hervorragend glatt. Und eines, was dahinter sich verbirgt, ist genau der Punkt, man muss nicht mehr polieren oder nicht mehr so viel polieren. Gerade bei Bauteilen, wenn es um Spritzguss geht oder Ähnlichem, das sind wirklich feine Oberflächen dann am Ende zu erreichen. Und da ist eben das MKD-Werkzeug ein hervorragendes. Ist ja auch eine enorme Arbeitserleichterung, auch Kostensenkung, wenn ich das nicht mehr machen muss. Gibt es denn Grenzen? Also geht das mit jedem Material oder habe ich da irgendwo Schwierigkeiten ab einem bestimmten Materialtyp? Also es gibt Grenzen im Material. Wir haben hier einen Diamant. Ein Diamant ist ein großes Problem, weil der Diamant besteht aus Kohlenstoff. Ja. Das heißt, wenn man Kohlenstoff zu Kohlenstoff bringt, dann scheint sich da so ein leichter Materialaustausch zu ergeben. Das heißt, wenn man kohlenstoffhaltige Materialien bearbeitet, löst sich der Diamant auf. Mhm. Das heißt, in Stahl oder ähnlichen Materialien funktioniert das nicht wirklich. Und da brauchen wir andere Strategien, wo das besser funktioniert. Ansonsten ist der Diamant eben ein Werkstoff, der ultra hart ist und somit eben auch eine schöne und wirklich präzise Oberfläche herstellen kann. Fantastisch. Also da, wo es auf jeden Fall funktioniert und die Anwendung eine ganz tolle Arbeitserleichterung und auch Prozessverkürzung und somit Kosteneinsparung. Finde ich beeindruckend. Genau. Absolut. Ja. Dann gucken wir uns mal weiter um. So, jetzt sind wir im Bereich der PKD-Werkzeuge. Genau. Und bin ich schon ganz gespannt. Bei den PKD-Werkzeugen haben wir auf der AMB letztes Jahr haben wir einen recht umfangreichen Katalog vorgestellt. Und das sind hier die standardisierten PKD-Werkzeuge, die wir veröffentlicht hatten auf der AMB letztes Jahr. Und in diesem Bereich fertigen wir hier. Das heißt, polykristalline Diamanten, PKD-Werkzeuge sind auch hochharte Werkzeuge und sind im Wesentlichen heute bei der Bearbeitung von Aluminium
im Einsatz. Okay, die können wir uns bestimmt auch live angucken. Also ja, natürlich. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo, grüß Sie. Ja, wir haben hier die PKD-Werkzeugfertigung und in der PKD-Werkzeugfertigung gibt es zwei wesentliche Schritte. Das ist die Trägerherstellung und einmal die Fertigbearbeitung von der Schneidkante. Das heißt, hier haben wir jetzt den Teil der Fertigbearbeitung und hier sind wir am Laser. Könnt ihr ziemlich schön sagen, an welchem Werkzeug Sie arbeiten? Hier gerade an einem Standardprodukt, wo man einfach aus dem Katalog bestellen kann, also Lagerware. Danke. Welchen Arbeitsschritt können wir hier uns angucken? Wir tun hier die Form fertig lasern in dem Fall. Da werden PKD-Segmente aufgelötet, auch bei uns in der Abteilung. Träger sind auch bei uns in der Abteilung geschliffen. Und dann kommt es darauf an, was der Kunde genau für ein Material natürlich damit fertigen will. Mhm. Und dementsprechend suchen wir das Material aus. Wir haben nämlich circa 50 verschiedene PKD-Sorten. Genau, und hier wird es gerade die Form fertig gelasert in dem Fall. Die der Kunde dann benötigt. Genau. Okay, prima. In dem Fall, wie gesagt, ist es ein Standardwerkzeug und wir haben natürlich auch im Produktportfolio neben diesem Katalog haben wir auch unzählige weitere Varianten, die aber dann Sonderwerkzeuge sind. Und das fertigen wir hier in dem Bereich. Was ja Ihrer Firmenphilosophie entspricht, mit dem Kunden sprechen und die ideale, bestmögliche Lösung quasi für den Kunden herauszuarbeiten. Genau. Prima. Ich sehe da vorne auf dem Tisch noch ein paar Werkzeuge stehen. Die würde ich mir ganz gerne mal angucken. Da laufen wir doch hin. Und hier kann man jetzt noch mal sehen, dass unterschiedliche Ausbringungsstufen von PKD-Werkzeugen in allen möglichen Formvarianten. Genau, können Sie einfach mal anfassen. Das sind hier Fräser, alle PKD bestückt. Und man sieht hier, dass es Fräser für jeden erdenklichen Anwendungsfall sind und auch unterschiedliche Besetzungen von den Segmenten mit drauf sind. Und das ist im Endeffekt das, was wir herstellen. Einmal den Träger an sich, dann die Plattensitze, Platinensitze für die Substrate und dann eben darauf aufbauend, die, wenn sie aufgelötet sind, eben nachschneiden oder nachlasern. Ab wann sollte ich mir Gedanken über ein PKD-Werkzeug machen? Also wenn ich jetzt überlege, ich kann ja Aluminium erstmal auch mit, ich nenne es jetzt mal Standard Vollhartmetallfräsern für Aluminiumbearbeitung fertigen. Das wäre ja eine ganz andere Nummer. Ab wann macht es Sinn, dass ich sage, boah, PKD-Werkzeuge, da sollte ich mir mal ernsthaft Gedanken drüber machen? Das ist natürlich ein Anwendungsbereich, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mal High-Performance-Zerspannung auch im Aluminium machen. Das ist das, was wir auf den Technologietagen auf einer Maschine von Grob gezeigt haben. Und da ist auch dieses Demo-Teil entstanden. Da, ich würde es mal sagen, da scheppert es mit den Spänen. Da geht es richtig ordentlich zur Sache. Und in so einem Bereich ist einfach so ein Werkzeug ideal einzusetzen. Sehen wir da auch was auf der Demo 2025 in Hannover dieses Jahr? Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich überraschen. Mache ich sehr gerne. Ja, Mann, es war beeindruckend, was wir heute sehen durften bei Ihnen in der Fertigung. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich den ganzen Prozess anzuschauen, um mal zu verstehen und zu erleben, was es benötigt, um Hochpräzision herzustellen. Und deswegen herzlichen Dank auch für das nette Gespräch und den Dialog. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die Einblicke gegeben haben in die Welt der Superminis mit Spanleitstufe oder PKD-Werkzeugen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Danke ebenfalls. Ja, das war's von Horn Insight. Und beim nächsten Mal sind wir bei Chiron. Freut euch drauf. Und bis dahin, lasst Späne fliegen. Ich bin Alex von Voice of 1010.